Die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Und auch die Küche gibt den Geist auf. Ich dreh am Rad, ey. Bitte gibt uns doch jemand Gas. Wir wollen doch nur kochen. Das ist der Lindenhof. Und alles voller Tiere. Ich liebe das ja. Das ist ja richtig geil, ne? Guck mal, das ist Silvia da. Weg! Psst. Hallo, Silvia. Hallo. Hey, hallo, grüßt euch. Um was geht's denn? Oh, um was es geht, du. Wir haben in 2 Tagen eine Hochzeit. Was, in 2 Tagen? Habt ihr angenommen, eine Hochzeit? Ja, ich hab sie angenommen und darum habe ich euch gerufen. Aber okay, aber du hast einen Koch. Nee, ich hab keinen Koch mehr. Und warum? Warum hast du keinen Moment, Koch Moment, mehr? Moment. Hast du eine Hochzeit? Ich habe eine Hochzeit. In 2 Tagen? In 2 Tagen. Hast du super gemacht. Und jetzt habe ich euch. Hey, bleibt. Also wir kochen jetzt so bis zu 60 Leute. Das trauen wir uns noch, die Inge und ich, aber halt nicht eine Hochzeit. Ich zeig's euch mal, aber es ist auch noch nicht richtig wirklich fertig. Guckt mal, wie es hier aussieht. Also hier soll die große Hochzeitsnacht steigen. Ja. Ja, es ist schön einfach, aber... Hallo, du denkst schon an die Hochzeitsnacht. Wir sollten mal dran denken, was vor der Hochzeitsnacht alles abgeht. Also, du hast eine E-Mail gekriegt mit den Vorlieben. Habe genau, ich das richtig, richtig verstanden? Ganz und Menü genau. Ist noch nicht gemacht oder hast du schon was zusammengeschrieben? Nee, habe ich nicht. Ich habe ja euch angerufen. Da steht zumindest, sie können sich vorstellen, so Rinderfilet könnten sie sich vorstellen, verschiedene Gemüsegeschichten. Okay, und eine Hochzeitstorte. Das ist halt echt schon eine Nummer, ne? Also, wir erfahren 2 Tage vor der Hochzeit, dass eine Hochzeitstorte am Start sein muss, weil das ist ein bisschen arg knapp. Wir haben die alte Kegelbahn ausgebaut, weil ich habe ja keinen Platz gehabt für die Hochzeit. Ne? Ich möchte, dass wir uns nachher, nach dem Essen, ja, hinsetzen und alles ordentlich organisieren, weil sonst haben wir keine Chance. Das sage ich dir ganz klar. Eine Organisation einer Hochzeit macht man nicht einfach so, denn vergiss nicht, das ist für die, die heiraten, der schönste Tag im Leben. Und wir haben hier eingedeckt für euch. Darf ich mal mit in die Küche kommen und mir das angucken? Ja, natürlich kannst du mitkommen. Ja, ist sinnvoll. Das ist der Nils von den Kochprofis. Und das ist die Inge. Hi, Inge. So, dann starten wir. Und zwar mit Silvias Karotten-Ingwer-Suppe. Die sind wirklich heiß. Ich würde wenig reintun, weil wenn die alles essen, dann platzen die hier hinterher. Nach was riecht denn das? Das ist Chili. Sehr schön. Also ich finde sie lasch. Also ich finde, es schmeckt ein bisschen wenig nach Karotte. Und dann der Ingwer, der darf schon ein bisschen ballern, finde ich. Magst du das, soll ich machen? Kannst du okay machen. Bring dir alles. Machen wir zusammen? Ja, machen wir. Weil es geht ja darum, beim Risotto ist ja immer das Ding. Total einfaches Gericht eigentlich, aber das muss natürlich auf den Punkt gegart sein. Das ist wie eine frische Pasta. Problem. Und deswegen hatten wir eben Angst und haben das heute nicht angebraten und glasig gemacht. Okay, wie habt ihr den denn angesetzt? Wir haben den angesetzt in normalem, also Wasser mit bisschen Salz drin. Haben also keine Brühe reingetan. Okay. In dem Fall ist dann aber kein Risotto. Das Thema ist jetzt vorbei mit Risotto, aber machen wir einen. Stopp mal, was mit unserem Risotto? Ja, das ist jetzt gleich da, aber die haben es jetzt nicht geschafft, auf einmal alles zu vorbereiten. Und wie lange warten wir jetzt schon? Also schätzungsweise 20 Minuten. Nein. Eine Stunde. Also Schnitzel, schau mal her, recht dick, aber gut gebraten. Also das sieht gut gebraten aus. Ne? Fleisch ist zart, ist gut. Und sie rührt und sie rührt und sie rührt. Und wenn sie morgen noch rührt, dann rührt sie noch immer. Aber es hilft nichts, der muss einfach durch sein. Hier küsst Chaos, absolutes Unwissen gerade, was hier abgeht. Parmesan kommt natürlich am Ende dazu, kalte Butter kommt dazu. Butter habe ich drin. Mhm. Kalte Butter? Kalte Butter dafür? Kalte Butter, ja. Okay, gut, ich probier's mal. Wasser drauf. Ja. Silvia, ich beende das mal hier. Da hast du irgendeinen Metallrand, ne? Was ist das? Goldrand. Ja. Weißt du, was passiert? Ja, Metall und Mikrowelle? Ja, scheiße. Aber das ist auch kein Risotto-Reis. Ich finde, der ist nicht schlotzig, ne? Auch der zweite Hauptgang ist Gemeinschaftswerk. Diskussionen inbegriffen. Das ist zu viel, mit Dumbledore 3 drauf. Nee, ich würde sagen, lass 4. Lass 4 drauf? Lass okay. 4. Lass 4 drauf. Lass 4 drauf. Genau, warte mal, da haben wir noch ein bisschen Butter. Das Rinderfilet auf Rotwein-Jus soll den Höhepunkt des Menüs bilden. Doch ist die Zubereitung hochzeitstauglich? Medium rare, oder? Jetzt stell dir mal vor, die 45 Leute bekommen das Menü. Die Hälfte finden die Kroketten versalzen. Ein, zwei finden den Spargel zu säuerlich. Dann, finden das Fleisch 80% finden das Fleisch roh.
Autsch. Hat sich Silvia mit der Ausrichtung der Hochzeit übernommen? Dem höheren Anspruch eines feierlichen Menüs werden sie und ihr Team nach diesem Testessen jedenfalls nicht gerecht. Ich würde jetzt auch mal ganz kurz jetzt schnell was zum Essen sagen. Also es war auf jeden Fall jetzt nicht unterirdisch. Es waren aber trotzdem auch Sachen dabei, die, wenn man das jetzt als schönsten Tag des Lebens betrachten möchte, also dann wäre es durchgefallen. Wo fangen denn die Probleme an? Die Probleme, die fangen einfach an, dass wir zu wenig Leute sind, weil es ist ja ein wirtschaftliches Problem. Ich habe ja Also Personal. Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist die Organisation. Das Potenzial, eine 50-köpfige Hochzeitsgesellschaft kulinarisch glücklich zu machen, ist im Lindenhof also durchaus vorhanden. Planung und Organisation sind es, die stark verbessert werden müssen. Wir haben morgen eine Hochzeit hier auszurichten und es ist eigentlich noch nichts organisiert, es ist noch gar nichts gemacht. Wir müssen das Menü schreiben, wir müssen das ganze Gelände aufräumen. Wichtigste Aufgabe am frühen Morgen, Klarheit schaffen. Als allererstes brauchen wir mal einen Zeitplan, was denn morgen passiert. Wann heiraten Sie, wann kommen Sie an? Kriegen Sie Sektempfang? Wann fängt das Menü an? Soll es ein Dessert und Hochzeitstorte geben? Und so weiter und so fort. Das sind jetzt mal so die ganzen Punkte, die am Anfang ganz wichtig sind. Und dann ja, sieht man, okay, der Saal muss fertig sein um 14 Uhr. Und aus dem Grund brauchen wir nicht zwei Personen, die den fertig machen, sondern vier. Weil sonst schaffen wir es nicht. Aber auch kulinarisch machen die Kochprofis Silvia Dampf. Das Hochzeitsmenü wird überarbeitet und nach den Wünschen des Brautpaars ausgerichtet. Es gibt die Räucherforelle mit Apfelmeerrettich und Gurkenspaghetti. Ne? Oh ja. Dann haben wir die Paprikaschaumsuppe mit der marinierten Entenbrust und dem orientalischen Couscous. Korrekt. Dann haben wir das Rinderfilet mit Spargelragout, Pommes gratin und dann haben wir die Torte. Baustellenflair AD. In 24 Stunden will das Brautpaar hier den schönsten Tag seines Lebens feiern. Höchste Zeit, dass Ole und Servicekraft Zwonko auch hier dem Chaos ein Ende bereiten. Da die Bestellung einer Hochzeitstorte so kurzfristig unmöglich ist, muss Andi selber Hand anlegen. Zum Glück hat Konditor Stefan Heinrich spontan Hilfe zugesagt. Das ist geil. Schau her, die sind schon getrocknet, die sind seit gestern schon im Ofen drin, bei dir im Holdemat. Da sieht man, sie sind noch ein bisschen feucht unten, ja. Das ist geil. Kandierte Rosen wird's geben. Essbar. Bio. So, das heißt, ich kann das für mich zu Hause auch machen? Ja, natürlich. Wie? Du nimmst die Rose, nimmst Eiweiß, schlägst ein bisschen auf, ein bisschen Wasser rein, dass es ein bisschen flüssiger ist. Weil die Rosen abperlen, das ist bei jeder Blüte so. Tauchst es schön ein, abschütteln und dann immer mit Kristallzucker schön einstreuen. Das schaut dann so kristallig aus, die Blüte. Wird dann ganz fest. So können eben auch die ganz normalen Blütenblätter und so Geschichten. Koch und Konditor sind zwei völlig unterschiedliche Berufe. Das bekommt selbst ein Sternekoch schnell zu spüren. Warte mal. Du schneidest immer da in der Mitte entlang, praktisch immer so kreisrund. Weil sonst kriegst du eine Welle rein. Ich war heute fast jetzt ins erste Lehrjahr, das sage ich euch. Du, Stefan, ich muss leider los. Passt, ja, super. Vielen Dank. Supi, okay. Danke. Anni, bis morgen. Juhu. So, großer Tag heute, oder? Ja, ich bin mal vor allem gespannt, ob da auch wirklich alles sauber ist. Denn ich habe das noch nicht gesehen. Ja, vor allem kann uns das Wetter noch einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist ja ganz schön aus, aber da wird schon wieder grau. Ne? Das Ding ist, Anni, wir sind fein raus. In der Küche läuft alles rund. Jetzt liegt es nur an dem Organisator, an dem Wedding Planner. Hallo, wie steht's? Ja, irgendwo. Wir sind am Start, alles ja. Gut. Einfach auch so ein bisschen aufpassen, was heute passiert. Denn es soll ja auch wirklich für euch so richtig schön nachhaltig sein. Es geht da auch nicht nur um heute. Sondern auch für die Zukunft. Wir haben ja hier auch irgendwie das vernünftig dargestellt an dem Plan. Ne, das kann sich natürlich verschieben, weil wir nicht wissen, genau, wann die Gäste einlaufen. Dann müssen wir flexibel sein. Deswegen haben wir auch diese Sängermesse so dargestellt, damit man das auch dann direkt noch mal verändern kann. Ne? Strukturen und klare Abläufe waren in der Küche des Lindenhof bisher Mangelware. Nils zeigt Inge, wie sie künftig mit guter Vorbereitung auch allein Fingerfood für große Gruppen zubereiten kann. Hat gehalten, ne? Hat gehalten. Das sollen ja diese Canapés werden. Gucken wir uns mal den Anschnitt an. Schön, oder? Das schaut schön aus. Passt, ne? Da schneiden wir jetzt eine schöne Würfel und dann wird's aufgespießt. Auf Schloss Hopferau werden sich Fabian und Christine in einer freien Trauung vermählen. Währenddessen im Lindenhof. Weil Ole mit verbrühter Hand nicht kochen darf, hat er seine Kochjacke heute gegen Charme und Melone getauscht. Wow.
also ich bin jetzt im Empfangsmodus. Also ich werde da Tür öffnen und die Hochzeitsspiele bespaßen. Also bin ich der Zeremonienmeister. Okay, wir wuseln wieder in die Küche. Genau. So Jungs, wenn ich ehrlich bin, beneide ich euch ein bisschen. Wir dich nicht. Ich renn mal weg. Dam, dam, tadam, dam, dam, tadam. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch keiner, wie schnell das Chaos in den Lindenhof zurückkehren wird. Herzlichen Glückwunsch, willkommen im Lindenhof. Dankeschön, Dankeschön. War alles schön? Ja, ja? Sehr schön. Jetzt wird es wahrscheinlich mindestens genauso schön. Und mindestens so lecker. Sehr lecker. Der Hochzeitssaal des Lindenhof war an Tag 1 mehr Baustelle denn Feierlocation. Doch da, wo Bohrmaschine und Bauschutt regiert haben, haben weiße Tischdecken und feinstes Silber die Herrschaft übernommen. Pünktlich zum Fest erstrahlt der Hochzeitssaal in neuem Glanz. Doch Unheil zieht auf. Die Ziegen sind alle aus Bauhäusern mitten zwischen die Brautleuten. Kann ich die Bete sehen? Die Ziegen sind ausgebrochen, ja. Und jetzt sind die Ziegen aber irgendwie zwischen den ganzen Gästen und die sind natürlich alle fein angezogen. Das kann natürlich eine Katastrophe werden. Hopp jetzt, Karamba! Oh mein Gott, ja gut. Wann, wann, wann! Nicht Also heute waren die Ziegen sauer. Der Hof voller Rosenblätter. Das ist natürlich Folter für so Ziegen. Und da haben die natürlich gesagt, wir gehen auch zum Fest. Mit 2 Stunden Verspätung trifft endlich Konditor Stefan Heinrich mit der Hochzeitstorte aus München ein. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt, sonst wird aus dem Highlight des Hochzeitsmenüs im Handumdrehen ein Party-Crasher. Ach du Scheiße, ist das geil. Ich muss aber vorsichtig anfassen, weil die sind jetzt echt trocken, ja? Schau mal her, das sind echte Rosen. Mit Wachs oder Zucker? Guckst du nicht, dass ich das? Mit Eiweiß und Zucker. Ah ja. Geil, gut, stell mal kalt. Ich hätte es nie hingekriegt. Aber ob die Hochzeitsgesellschaft hier tatsächlich etwas zu essen bekommen wird, steht plötzlich total auf der Kippe. Du, Silvi, kannst du mal ganz kurz kommen? Bei uns ist die Lüftung und das Gas ausgefallen. Bitte. Nee. Doch, jetzt gleich schnell. So, jetzt haben wir natürlich ein Riesenproblem. Die Lüftung ist auf einmal ausgefallen. Keine Ahnung warum. Angeblich ist es noch nie passiert. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Ohne Lüftung kein Gas. Das bedeutet, wir können nicht kochen. Ja, dann mach. Wir brauchen mal ganz dringend einen Schmidt oder einen Elektriker. Irgendwas brauchen wir, sonst können wir kein Essen servieren. Also. Live im Lindenhof. Das Chaos in der Küche überspielt Ole mit perfekten Entertainer-Qualitäten. 2, 3! In der Küche ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Kein Elektriker, kein Hochzeitsessen. Ja, probier's, Max. Probier's, egal. Zirkt einfach hey, jemand bis jetzt her. Haben wir alles hingekriegt. Ja, aber das ist nicht so super scheiße, oder? Das ist super scheiße, aber das hey, ist das ist auch wieder das typisch. Ist Leben, das ist Murphy's Law. Love is in the air. Everywhere I look around. Auf die Plätze! Fertig! Los! 20 Minuten bevor die Gäste essen wollen, läuft in der Küche immer noch kein Gas. Der perfekte Hochzeitstag steht kurz vor dem Aus. Okay, die Band spielt schon. So langsam wird es echt spannend. Wir haben immer noch kein Gas. Yeah. Ich drehe am Rad. Ey, bitte gibt uns doch jemand Gas. Wir wollen doch nur kochen. Die Zeit drängt und alle Hoffnungen liegen auf dem Elektriker. Doch bisher hat er noch keine Lösung gefunden. Die Küche bleibt kalt. Was ist der Schalter? Ah, weißt du was? Da hat irgendjemand vielleicht Licht versucht, ein- oder auszuschalten. Jetzt passt's mal auf. Jetzt wart's mal. Lüftung läuft. Ich geh heim. Das glaubt uns. Alles gut. Alles gut? Oh nein. Ich dreh am Rad. Ich will nicht über die Lüftung reden. Ne? Zwar nicht stark, aber sie geht. Jetzt warten wir mal noch, bis das Gas nachgekommen ist. Oh. Ja! Es brennt! Wir kriegen das schon hin. Super, oder? Am Ende des Tages kriegen wir es hin.
Ich möchte euch nur sagen, was euch jetzt auf dem Vorspeisenteller erwarten wird. Es ist nämlich das Duo vom Räucherfisch mit Apfel, Meerrettichcreme und Gurkenspaghetti. Ich wünsche guten Appetit. Der Herd geht wieder und Nils verfeinert in Windeseile die Paprikasuppe mit angebratenen Sojabohnen. Okay, wann können wir loslegen? Ich möchte behaupten, in 40 Sekunden. Die angebratenen Spargelspitzen sind die Gemüsebeilage zum Rinderfilet, das Andi 5 Stunden zuvor im Ofen gegart hat. Es gibt ein Rinderfilet im Ganzen gebraten mit einer Portwein-Jus mit zweierlei Spargel und Kartoffelgratin. Applaus an euch, war echt Vielen Dank, super. Ja, super. Dank. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Ja. Ernst, wenn du das nächste Mal anrufst, schmeiß ich mein Telefon weg. So. Also, gut, ziehen wir uns um. Und das Törtchen holen. Torte raus, Feuerwerk. Oh. So, ich hoffe sehr, ihr habt ein Dessert vermisst. Hier ist es. Und das ist übrigens auch unser Hochzeitsgeschenk von den Kochprofis. Das ist nämlich die Hochzeitstorte. Die Torte war noch mal so der krönende Abschluss eines wunderschönen Abends und eines unglaublich tollen Hochzeitsmenüs, wie ich es mir nie hätte träumen lassen. Komm mit. Yay! Yay! Ich wünsche dem Paar, dass sie eine ganz lange glückliche Ehe haben und viel Spaß haben und viel lachen.